Wir hatten das große Glück, am Samstag die Weltklimawoche hier in Hamburg stellvertretend zu eröffnen. Und wir haben auch ein schönes Grußwort bekommen von Achim Steiner, das ich an dieser Stelle gerne noch mal zitieren möchte, das Sie im Erdgeschoss sich anschauen können. Also Hamburg wird weltweit wahrgenommen. Ich glaube, darauf können wir ganz, ganz schön stolz sein. Fangen wir vielleicht mit Desertec an, Michael Straub. Desertec ist ja eine völlig abgefahrene Idee von Gerhard Knies. Der war Physiker am DESI hier in Hamburg, hat jahrelang gesagt, wir müssen sowas bauen. Keiner hat ihn wahrgenommen. Und plötzlich fängt die Münchner Rückversicherung an, dem ganzen Glauben zu schenken, weil eben das Geld gezwickt hat. Die haben gesagt, wir müssen so viel Geld aufwenden, um diese Umweltschäden zu bezahlen. Lass uns doch mal überlegen, wie wir da was Vernünftiges tun können. Wie kam es denn dazu, dass Desertec plötzlich ernst genommen wurde? Ich gehe vielleicht mal zum Beginn des Ganzen zurück. Also angefangen hat es 2003. Da war Prinz Hassan bin Talal von Jordanien der Präsident des Internationalen Club of Rome. Und Dr. Gerhard Knies hat dem Club of Rome eben das Desertec-Projekt vorgestellt, wurde dann zu einem offiziellen Projekt des Club of Rome aufgehängt hier in Hamburg, bei der deutschen Gesellschaft Club of Rome. Damals war auch der Club of Rome noch mit seinem Hauptsitz hier in Hamburg. Und die nächsten Jahre wurden dann Studien gemacht, ein Netzwerk von Wissenschaftlern und Experten rund ums Mittelmeer aufgebaut. Das heißt, wir haben rund 60 Wissenschaftler in unserem Netzwerk. Die Hälfte kommt aus Nordafrika, Nahen Osten, die andere Hälfte aus Europa. Und nachdem die Studien fertig waren, ging es daran, das bekannter zu machen und auch die Realisierung anzufangen. Und dann kam eben die Entscheidung, okay, wir müssen die Industrie mit einbinden, auch die Wirtschaft, die Finanzwelt. Und so haben wir eben der Münchner Rück den Vorschlag gemacht, eben auf ihre Einladung hin mehrere Unternehmen zu involvieren. Und viele sind dem Ruf gefolgt, darunter auch ein nordafrikanisches, ein spanisches Unternehmen. Und insgesamt haben wir jetzt 12 Unternehmen zusammen und die Desertec Foundation, die gemeinnützige Stiftung, die auch ihre Büros hier in Hamburg hat. Und die Desertec Industrial Initiative, um die es beim Medienhype vor allem ging, wird derzeit noch gegründet. Ende Oktober, Anfang November wird dann entschieden, wer ist der Geschäftsführer, wie sieht die Satzung aus, in welcher Stadt wird dann die Industrieinitiative ihren Sitz haben. Und dann geht es dran, die Realisierung zu planen. Also die nächsten 3 Jahre soll dann vorbereitet werden. Wie können die ersten Projekte aussehen? Wer können weitere Partner sein? Also wir wollen vor allem noch Unternehmen aus Nordafrika, den Nahen Osten mit aufnehmen. Also gerade Spiegelhersteller, die wir für den Kollektorbau brauchen. Regionale Energieversorger und Ähnliches. Aber auch südeuropäische Länder einladen, die ja den ersten Strom dann aus Nordafrika abkaufen werden. Und so haben wir jetzt noch einiges zu tun bis November und treffen uns auch, oder zumindest die Führungsleute treffen sich einmal die Woche, um das weiter zu diskutieren. Also das Interesse ist groß, kann ich sagen. Wir hatten eine Delegation aus Japan hier auf der Klimawoche, die sich explizit für Desertec interessiert hat und auch hier unsere Aktivitäten wahrgenommen hat. Professor Michael Bräuninger, Leiter des Kompetenzbereiches Wissenschaftliche Trends am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Ist denn Desertec so ein Projekt, was zu den Trends gehört der Zukunft? Ja, mit Sicherheit. Wir brauchen ja den Umbau zu erneuerbaren Energien. Dazu müssen wir hier sehr ambitioniert ausbauen. Aber wir müssen sicherlich auch weltweit gerade für den Ausbau erneuerbarer Energien sorgen. Deutschland selbst kann nur einen kleinen Beitrag leisten. Also selbst wenn wir in Deutschland das schaffen würden, vollständig auf erneuerbare Energien zu setzen, würde das natürlich für den CO2-Ausstoß und den Klimawandel weltweit nur sehr wenig bedeuten. Wir müssen also insofern hier auch global denken und müssen hier große globale Projekte vorantreiben. Das heißt immer, Deutschland ist die Exportnation für Umwelttechnologien. Könnte das in diesem Bereich auch zutreffen? Schaffen wir das? Ja, zunächst mal sind wir eine Nation, die sehr bewusst ist über den Klimawandel, die sehr viel tut. Wir sind nicht mehr die Exportnation. Wir importieren zum Beispiel mehr Solarzellen, als dass wir exportieren. Die meisten Solarzellen kommen in der Zwischenzeit aus China. Wir bauen sie hier auf. Es ist durchaus die Frage, ob das sinnvoll ist immer. Wir fördern bei uns den Aufbau der Solarenergie. Sehr viel sinnvoller wäre es, Solarenergie in anderen Ländern aufzubauen, wie Desertec. Dort wird sie sehr viel effizienter genutzt. Wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, den Klimaschutz und die Begrenzung des CO2-Ausstoßes möglichst ökonomisch, das heißt zu möglichst geringen Kosten hinzubekommen. Und gerade dafür müssen wir dann auch wieder global denken und sollten uns nicht auf Regionen nur auf Deutschland oder auf das deutsche Staatsgebiet konzentrieren. Ich höre immer wieder denken, möchte weiterleiten an Professor Michael Stawicki, er ist Präsident der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Dort wird gedacht, und zwar ganz praktisch gedacht, was könnte ein Hamburger Beitrag sein für den Klimawandel? Was passiert an der HAW? Wir
Wir sind ja eine Hochschule mit etwa 12.000 Studierenden, mit einem starken Technikanteil der Studierenden, also 60% werden bei uns Ingenieure ausgebildet in großem Umfang. Und wir haben immer schon in verschiedenen Aspekten der erneuerbaren Energie und Energieeffizienz geforscht und gearbeitet und gelehrt und haben im letzten Jahr gefunden, das Thema ist so wichtig, das müssen wir auch bündeln, um noch die internen Synergien besser schaffen zu können und um auch besser wahrgenommen zu werden, um mit den Partnern, die wir in der Industrie haben, besser ins Geschäft zu kommen, haben unser Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Energieeffizienz gegründet, CC4E. Und dort wird unter anderem eben in den Bereichen Brennstoffzellentechnologie gearbeitet. Also wenn Sie mal auf der Alster die Gelegenheit haben, mit der Alster Wasser zu fahren, das ist ein brennstoffzellengetriebenes Fahrzeug, da macht unsere Hochschule das Monitoring von dem ganzen System. Wir haben Kollegen, die dabei sind, zu erforschen oder zu optimieren, wie man Biogas herstellt aus organischen Dingen. Und wir haben Kollegen, die Biodiesel herstellen aus irgendwelchen Abfallprodukten, die sie sonst einfach wegschmeißen würden. Also Kunststoff oder ich weiß nicht was, oder Stroh oder was immer sie nehmen wollen. Sie können das unten alles im Modell sehen, wenn sie ins U1 gehen, in das Technologiegeschoss der ganzen Klimawoche hier. Und wir haben eben auch Leute wie Professor Leal in Bergedorf, der sich auf die Fahne geschrieben hat, dass es nicht reicht, über Klimawandel zu forschen, sondern dass man die Ergebnisse und die Bedrohungen, die dabei sind, unter die Leute bringen muss. Und der es eben dieses Jahr zum zweiten Mal schafft, eine weltweite Klimakonferenz zu veranstalten. Und damit das eben auch glaubhaft ist, hat er gesagt, wenn da alle nach Hamburg fliegen, ist das klimatisch ziemlich dumm. Deswegen nutzen wir das Internet und machen eine Online-Klimakonferenz. Die findet vom 2. November bis zum 5. oder 4. November, glaube ich, statt. Und das ist genau die kluge Idee, zu sagen, wir können auch ganz aktiv dazu beitragen, dass Klimathemen unter die Leute kommen, dass bekannter wird, wie man sein Verhalten ändern muss, wie man sich einrichten soll, aber eben ohne dass und weiß, was für CO2-Ausstöße kommen, dadurch, dass ganz viele Leute durch die Gegend fliegen. Und in dem Bereich, also Informationen über Klimaproblematik, Information von Leuten, wie sie sich besser verhalten können, aber auch der schlichte technologische Anteil, wie ist das mit Steuerung von Kraftwerken. Wir haben ein Projekt bei uns an der Hochschule, wo sie einfach versuchen, Energieverbraucher, Stromverbraucher, die im Moment gerade nicht so viel Strom verbrauchen, abzuschalten, wenn sie einen Engpass haben. Das kann man im Internet heute alles machen. Es ist ein wunderbares Projekt, ein virtuelles Kraftwerk, wo sie einfach sagen, was mache ich, wenn die Last drauf geht? Dann muss ich eben gucken, dass Verbraucher, wo es nicht so drauf ankommt, ob sie im Moment in der nächsten Zeit so viel Energie verbrauchen, wie sie gerade tun, dann schalte ich die ein bisschen runter und kann dadurch wirklich Energiereserven nutzen, die ich sonst nicht sehe. Wenn Sie überlegen, was VW gerade mit Lichtblick macht, das ist eine ähnliche Idee, einfach zu sagen, wie kann ich schnell auf Lastwechsel reagieren. Und so Sachen werden bei uns eben erforscht und erprobt. Und das andere, was bei uns wichtig ist, ist einfach, dass wir die Industrie, die einschlägige, die in der Region ja stark ist, mit Absolventen versorgen. Die brauchen Ingenieure ohne Ende. Und wir sind die Hochschule, die die meisten Ingenieure ausbildet im Norden. Und haben also jetzt schon zwei Masterstudiengänge, einen Bachelorstudiengang, der genau in den Energiebereich hineingeht und planen noch im Baukastensystem weitere Themen, sodass ein vielfältige Ausbildung auch von uns kommen wird, die einfach Ingenieure auf dem Bachelor- oder auf dem Masterniveau an die Industrie liefert, die die brauchen. Und das wird in der nächsten Zeit so bleiben. Vielen Dank, Herr Stawicki. Der Applaus bestätigt Ihre Arbeit. Ich finde es auch mutig, solche Branchen zu gründen, CC4E. Und wollen wir vielleicht praktisch weitermachen mit Herrn Professor Erik Pasche von der TU Harburg, der uns heute Mittag schon erzählt hat, dass im Zuge des Klimawandels uns das Wasser irgendwann wirklich bis zum Halse steht. Wenn Sie unten an seinem Elbe-Modell stehen, sehen Sie schon praktische Bilder von einem Hotel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das Ihre Technologie angewendet hat und dann große Schäden vermeiden konnte, weil Sie in Harburg ein Experimentierzentrum haben, wo Sie verschiedene Dinge ausprobieren, die gegen den Hochwasserschutz oder für den Hochwasserschutz konzeptioniert sind. Wie sehen Sie die Chancen für Hamburg in Ihrem Bereich? Ja, wir haben vom DWD heute auch schon gehört, der Klimawandel ist in Hamburg schon angekommen. Also wir müssen einfach dem Fakt entgegensehen, dass wir schon Veränderungen haben, auf die wir eigentlich reagieren müssen. Das fängt damit an, dass wir mit wesentlich intensiveren Niederschlägen zu rechnen haben, die jeden treffen kann. Also in Hamburg kann jeder durch einen Starkregen betroffen sein. Dann kommt es zur Überlastung der Regenwasserkanalisation und das spüren Sie sofort in Ihrem Keller. Und das hat fatale Folgen. Wir haben das letzte Mal so richtig intensiv das 2002 erlebt, wo insgesamt 5000 Flächen in Hamburg bei einem Starkregenereignis betroffen waren. Das hat immerhin 15 Millionen Euro Schaden gegeben.